Drei Artikel, vier Fälle, eine komplette Grammatik und eine Aussprache, die reich an Zungenbrechern ist. Die deutsche Sprache bringt Lernende gerne mal in Schwitzen. Daher widmen wir uns in diesem Video eben dieser Sprache. Der Fokus liegt dabei auf der Deutsch-B1-Sprachprüfung. Los geht's! In der Schule, im Studium oder im Arbeits- und Privatleben. Wer sich mit der deutschen Sprache auseinandersetzen muss, stellt schnell fest, dass diese nicht gerade zu den leicht zu lernenden Sprachen gehört. Doch so schwierig das Deutschlernen auch sein mag, Gründe, dies zu tun, gibt es viele. Gerade für Zuwanderinnen und Zuwanderer, die eingebürgert werden und einen passenden Arbeitsplatz in Deutschland finden möchten, hat das Lernen der deutschen Sprache eine enorme Bedeutung. Deutschsprachkurse unterstützen sie dabei. Am Ende wartet auf alle Lernenden dann eins, eine dem gewünschten Sprachniveau entsprechende Abschlussprüfung. Die Deutsch-B1-Prüfung hat es zum Ziel, die erlernten Sprachkenntnisse aller Kursteilnehmenden zu prüfen und über das erreichte Sprachniveau zu berichten. Mit dem Sprachniveau B1 weist der Prüfling beispielsweise nach, sprachliche Probleme des Alltags selbstständig und flexibel bewältigen zu können. Der erlernte Wortschatz reicht damit also aus, ein Gespräch, wenn auch etwas zögerlich und eventuell mit Hilfe von Umschreibungen, am Laufen zu halten und auszudrücken, was man möchte. Die Deutsch-B1-Prüfung besteht aus einem schriftlichen sowie einem mündlichen Teil. In 150 Minuten werden die schriftlichen Sprachkenntnisse im Hörverstehen, Leseverstehen und Schreiben unter die Lupe genommen, in 20 Minuten die mündliche Fähigkeit im Prüfungsteil Sprechen. Schauen wir uns die einzelnen Prüfungsbestandteile genauer an. Beginnen wir mit dem Hörverstehen. Das Reden mit einem Muttersprachler kann zum Beispiel aufgrund der Sprechgeschwindigkeit, des breiten Vokabulars oder der regionalen Mundart für Nicht-Muttersprachler eine große Hürde darstellen. Wie man diese mit Leichtigkeit nehmen kann? Durch ausgiebiges Üben des Hörverstehens. Unsere Tipps: Üben mit Audios mit thematisch steigendem Niveau. Kommunizieren mit Muttersprachlern in alltäglichen Situationen. Hören deutschsprachiger Radiosendungen sowie deutschsprachige Filme und Serien schauen. Wie sieht es mit dem Leseverstehen aus? Auch das Leseverständnis kann mit entsprechendem Training kontinuierlich verbessert werden. Der Vorteil gegenüber dem Hören ist, dass das Lesen keinen zeitlichen Druck auslöst. Lernende können also Übungstexte ganz in Ruhe und vor allem mehrmals lesen, ohne dass eine direkte Reaktion vonnöten ist. Unsere Tipps: Lesen deutschsprachiger Bücher, Zeitungsartikel oder Online-Beiträge sowie das Bearbeiten von Diktaten. Kommen wir zum Prüfungsbereich schriftlicher Ausdruck. Getreu des Mottos aus Fehlern lernen, kann auch das korrekte Verfassen von Texten gelernt werden. Unsere Tipps: Ausgiebiges Wiederholen bestimmter Grammatikregeln, viele thematisch unterschiedliche Texte schreiben, geschriebene Texte von einem Muttersprachler kontrollieren lassen. Im mündlichen Prüfungsteil geht es darum zu zeigen, dass man direkt auf Fragen antworten kann. Fragen zu Personen oder zu Hobbys sind dabei denkbar. Unsere Tipps: Bereite dich bereits im Vorfeld auf Fragen zu deiner Person vor. Übe das Sprechen mit Muttersprachlern, denn diese können dich direkt korrigieren. Mache die Aussprache zur Priorität. Übe stets laut und nicht nur in Gedanken. Wie bereits erwähnt, spielt es kaum eine Rolle, ob ein Prüfling sich alleine oder gemeinsam mit anderen auf die Deutsch-B1-Prüfung vorbereitet. Wichtig ist, dass sie bzw. er es tut. Und dies am besten täglich für 1 bis 2 Stunden. Die Prüfungsvorbereitung kann dabei beispielsweise online und interaktiv stattfinden. Mit unserem Deutsch-B1-Prüfung-Online-Testtrainer ist ein kontinuierliches Lernen zeit- und ortsunabhängig gegeben. Dank der Lösungen, die nach jeder Aufgabe erscheinen, ist zudem eine schnelle Lernerfolgskontrolle möglich. So erhalten Lernende direkt eine Rückmeldung zu ihren Eingaben. Das war unser Einblick in die Deutsch-B1-Prüfung. Gerne beantworten wir dir deine noch offenen Fragen zur Deutsch-B1-Prüfung in den Kommentaren. Wenn dir das Video gefallen hat, hinterlasse uns einen Daumen hoch. Viel Erfolg bei der Vorbereitung wünscht dir dein Plakos-Team.